Wir sind heute hier am Office Park im Flughafen Wien, haben uns mit Startups und Business Angels hier getroffen bei Idea Meets Money, um Ideen mit Investoren zu verbinden und hier zu schauen, was für tolle Ideen in Niederösterreich geboren werden. Wir sind ein Frühphasen-Venture-Kapitalfonds, investieren in Niederösterreich in Startups und haben eine Technologietransfereinheit, bei der wir Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Universitäten dabei unterstützen, ihre Ideen in eine wirtschaftliche Umsetzung zu bringen. I2B und Idea Meets Money sind schon lange Partner von uns und uns ist es ganz wichtig, hier schon sehr früh anzusetzen, Businesspläne, die Erstellung von Businessplänen zu unterstützen und dann letztendlich bis hin zur Kapitalaufbringung und daher zum Money. Wir als Land Niederösterreich, wir kümmern uns um jede Gründung, aber die Startups sind halt die, die man skalieren kann, wo man wirklich rasch auch zu Gamechangern werden kann, sei es im Umweltbereich, sei es aber wirklich für tägliche Herausforderungen. Und mich freut es, dass da immer wieder neue Ideen auf den Tisch kommen. Es ist wirklich faszinierend. Oft sind Ideen dabei, wo ich mir selbst denke, warum ist mir das nicht eingefallen? Und das zeigt aber, dass es viele Menschen gibt, die sich Gedanken machen über Alltagsprobleme. Gründerinnen und Gründer in Niederösterreich sind sehr, sehr wichtig, weil man hat heute auch wieder gesehen, wie wirklich innovative, kreative Entwicklungen und Ideen bei uns in den Startups, die nachher in die Gründungsphase kommen, entstehen tun. Das ist ein riesen Punkt und auch das hat man heute sehr, sehr schön gesehen, wie nachgefragt wurde, wie Investoren Interesse daran haben, bei Startups einzusteigen. Und wir waren jetzt auch in den letzten Wochen sehr viel unterwegs und auch bei Startups unterwegs. Und wo man dann gesehen hat, dass namhafte Firmen dort eingestiegen sind und wirklich einen riesen Erfolg damit haben und auch die Startups damit unterstützen. Also es ist für alle eine Win-Win-Situation, die zur Wirtschaft dazugehört. Wir haben heute den dritten Platz bei der Regionalprämierung von I2B gemacht und sind deswegen gekommen und haben sich jetzt kurz vorher die spannenden Pitches noch angehört. Also wir haben vor allem im Werbebereich, also wir haben Drucksorten gewonnen, haben hier einen Gutschein von einer Druckerei aus Linz gewonnen über mehrere 1.000 Euro. Das, was uns gerade zu Beginn sehr wichtig war, wenn man natürlich schaut, man hat geringes Kapital, man muss schauen, wo kommt man damit hin. Und gerade für solche Sachen, für Flyer, Visitenkarten, für Drucksorten, Roll-Ups war das extrem super, hier Kapital quasi oder Gutscheine zum haben und dann nicht das eigene Geld dafür aufwenden zu müssen. Wir haben natürlich auch einen Businessplan, wie jedes Startup einen haben sollte. Ja, bei unserer scheint gar nicht schlecht zu sein, denn wir haben den zweiten Platz beim letzten I2B-Businessplan-Wettbewerb gewonnen. Als bestes IoT-Startup und das sind wir heute nochmal ausgezeichnet worden. Ist für uns eine sehr schöne Sache und auch ein Zeichen, dass wir am richtigen Weg sind. Und wir entwickeln ein portables Internet of Things System für digitale Verkehrsdaten. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ne? Da kann man vor Ort digitale Daten senden und empfangen, in Baustellen zum Beispiel. Also wir haben jetzt die I2B Regionalprämierung gewonnen und für uns ist das im Endeffekt einfach eine positive Bestätigung in dem, was wir halt tun. Vor allem als Startup, was jetzt in einem Early Stage ist. Und wir sind auch sehr froh, dass wir uns gegen all die anderen tollen Startups in Niederösterreich auch durchsetzen konnten. Ja, also prinzipiell ist man natürlich immer auf Investorsuche als junges Startup. Und wir hoffen natürlich, dass diese Awareness, die wir durch diesen Wettbewerb bekommen haben, dazu führt, dass wir auch neue Investoren finden. Wir haben gewonnen, weil wir scheinbar den besten Businessplan Niederösterreichs hatten. Im Endeffekt.